Willkommen auf meinem Kanal, ich möchte euch heute hier diesen Bühler 6135A euch hier vorstellen. Ja, das ist wirklich ein älterer Mod. Ja, mit denen habe ich in den LS13 angefangen zum Spielen. Habe ich echt cool gefunden damals, weil er ziemlich günstig war und natürlich auch viel Leistung hat. Ja, der kostet hier 65.000 Euro das gute Stück und ja, Leasing 3315. 40 km/h ist das schnell und wir haben hier eine Leistung von 157 PS, entsprechend hier 115 kW. Wir haben hier noch die Möglichkeit hier der Felgenfarbwahl, wie wir sehen. Zum Beispiel hier in Rot, hätte noch dazu gut passen. Grün, naja, weiß ich nicht, geht irgendwie unter, da wäre vielleicht, wenn die Felge hinten geteilt wäre, irgendwie vielleicht optisch schöner natürlich. Oder hier dieses Blau, Grau oder wie man sagt, oder hier dieses Grau, ist auch nicht so mein Ding. Oder hier Schwarz passt auch überhaupt nicht. Entweder hier das Gelb oder Rot, würde ich mal sagen. Ja, wir können uns noch eine Frontladerkonsole hinzufügen, wie wir sehen. Und ja, Motorisierung haben wir jetzt den 6135. Da können wir noch nehmen den A. Ja, dann haben wir 168 PS, entsprechend hier 124 kW. Ich habe es jetzt schon mal gekauft. Schauen wir uns jetzt mal an. Das ist jetzt hier der normale. Den habe ich in den Rot gekauft. Und wie wir sehen hier, in die gelben. So, stimmt mal her. Steigen wir mal ein. So. Das ist jetzt der mit ein bisschen mehr Power. Da sehen wir jetzt da auch, das sind alte Texturen, ist aus dem 13er. Ist leider jetzt hier nichts animiert worden. Wie wir sehen, fehlt die Tankanzeige auch. Hupe geht auch nicht. Ja, das also, die Tankanzeige hier fehlt, das habe ich schon vorher gesehen am Bild, wo in der Seite, wo ich ihn runtergeladen habe. Wir haben hier einen Rückfahrwarn-Sound. Wie wir hier sehen, hier seitlich ist auch Turbo hier gebaut. Aber wie wir sehen, also dynamische Schläuche sind vorhanden schon mal. Und Umleuchte funktioniert auch. Also die Hupe geht nicht. Armatur nicht animiert. Jetzt hier hinten. Das scheint schon mal hier auch zu funktionieren. Dann testen wir auch nachher gleich vorne hier unseren Catcher auch noch. Leider, wie wir sehen, nimmt der Kreiselecke hier die Zapfwelle nicht. Aber die dynamischen Schläuche schon. Geht aber einzuschalten, aber sollte normalerweise, finde ich, also dieses Problem hier gefixt werden. So, jetzt schauen wir noch hier vorne der Attacher. Mich persönlich hätte das, also der Rückfahrwarnton da persönlich stören. Also vorne hat er keinen Attacher. Er hat eine Kupplung, aber hat keine Catcher-Punkt gesetzt. Schade irgendwie. Jetzt testen wir vorne noch die Fronthydraulik. Man sieht auch jetzt hier, wenn ich bremse, so hier die Scheine. Also, das ist auch nicht so besonders schön, aber es ist ein Modell, wo man sagt, ja, das könnte, mit dem könnte man seinen Spaß haben. Und hier, wie man sehen, jetzt die Zapfwelle passt hier auch nicht. Rückwärts fahren wir hier 14. Jetzt machen wir hier uns einen Spieltest. Da sehen wir. Schauen wir mal. Ah, da ist der Radstand zu weit. Fahren wir nochmal rückwärts hin.
leider hier starr wie ein Brett. Hier ein bisschen geht's so her. Die Hände passen ganz gut hier. Am Lenkrad dran, ein klein bisschen verkrampft. So, schalten wir mal ab. Tapp mal in den anderen rein. So, jetzt sieht es soweit das ordentlich aus. Mit dem machen wir natürlich jetzt hier unseren Frontelektraulik-Test. Der hier fährt hier 43 km/h, der andere hat hier bei den 50 km/h eingetragen gehabt, habe ich mich jetzt nicht getestet. Aber wenn wir, können wir nochmal machen, stellen wir den noch nicht durch. Also das, ich bräuchte jetzt das nicht beim Traktor einen Rückfahrbahnton, besonders beim Oldtimer. So. Hier schauen wir mal, wie schnell wir werden. Ja, wir machen hier 54 km/h. Jetzt gehen wir natürlich hier in die Nacht natürlich wieder rein. So, wie wir sehen, hier Rundumleuchte funktioniert schon mal. Schauen wir mal, ob der Blinker funktioniert. Funktioniert. Macht aber leider keinen Schein. Das normale Licht. Sieht man hier, das sind uralte, würde ich mal sagen, weil das sieht so, könnte ich mir vorstellen, dass es aus dem 13er wäre. So, ja, sieht nicht schön aus. Das ist also kein 19er Standard. Vorne nur mit 5. Und hinten nur mit 6. Wir haben ja auch keinen Schein, mit dem du jetzt hier also im Spiel deine Freude hättest. Die Armatur ja auch nichts animiert ist. Und so, ja, ist schon schade. So her, es wäre natürlich ein schöner Oldtimer-Mod. Ja, hier, dieses Video ist ein Wunschvideo. Ein bisschen spät. Ja. Das hat einen Grund, weil ich lag jetzt etliche Tage hier im Bett mit Fieber. Da verschont niemand einen irgendwie ein Virus. So. Jetzt kommen wir natürlich jetzt auch dann gleich zum Dock, aber davor schauen wir hier uns den von außen an. Ich finde, von außen her sieht er ganz gut aus. Scheinwerfer, wie wir sehen, sind auch modelliert, könnte natürlich das Licht natürlich schöner gemacht worden sein, finde ich. Wir haben auch seitlich jetzt hier die Aufkleberlen drauf. Ja, mehr kann man dazu eigentlich auch nicht sagen. Ist halt ein älteres Modell, also nicht vom Traktor selber her, sondern hier natürlich vom 3D-Modell her. Ja, jetzt hier natürlich unsere Lok wie versprochen. Wir sehen mal hier, die Lok her ist hier fehlerfrei. Ich hoffe, euch hat trotzdem hier das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen da oben. Damit sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz.